So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Breath of the Wild, das letzte Mal haben wir Nydra gerettet. Das war der Geist von der Quelle der Weisheit, das war alles da oben. Und das war super cool. Und dadurch haben wir einen Schrein bekommen und da wieder ein weiteres Zeichen der Bewährung und so weiter, bla bla blub. Und jetzt möchte ich mich gerne um die Schafsquest kümmern, wo die Schafe von Monstern entführt wurden. Ach, und darunter zeigt das. Okay, dann gehen wir gleich darunter. Ich habe es nämlich mir auf der Karte markiert. Dann kümmern wir uns jetzt, die Schafe zurückzuholen. Ich habe es doch hoffentlich richtig markiert. Ja, das ist genau da, hier der Antinostrand. Alles klar. Ach, das ist dieses Monster-Ding. Okay. Ja, das sind nicht gerade wenige. Okay. Das war nicht, was ich tun wollte. Ah, die haben es nicht gecheckt. Das ist gut. Die haben es nicht gecheckt. Das ist sehr gut. Ich gucke nur gerade, ob irgendwo ein Explosionsfass ist, was ich nutzen könnte. Sehe aber nichts dergleichen. Sollen wir einfach mal mit dem Ritterschwert. Attackieren? Vielleicht geht's ja gut. Ich kann ja vorher speichern. Wenn ich nicht 1000 Feen hier liegen lasse, dann ja. Gucken wir mal. Attacke! Huch. Da sind die Schafe. Aua. Okay, den großen haben wir weg. Ja, ich hau erstmal alle weg und dann kümmern wir uns um das Zeug, was rumliegt. Der scheint auch ein bisschen stärker zu sein, dann weißt du, wir kümmern uns erstmal um den auch noch. Ja, doch. Nein, mein schönes Schwert. Ach, komm schon. Wirklich. Das schöne Schwert. Ciao. Ah, da ist noch einer. Ja, schieß Pfeile, die sammle ich gleich alle ein. Okay. Sehr schön. Pfeile. Was kann ich alles fotografieren? Das ist jetzt das erste, was mir wichtig ist. Die haben doch bestimmt lauter Zeug liegen lassen, was Neues. Nein. Nein. Anscheinend nicht. Okay. Moblinherz. Diese geschätzte Zutat erhält man von besiegten Moblins. Ihr unangenehmer Geruch macht sie zum Kochen unbrauchbar, doch zusammen mit Insekten ergibt sie Medizin. Pfeile! Pfeile! Mehr Pfeile, bitte. Danke. Mehr Pfeile. Wie kommen denn die Pfeile hier hin, bitte?
Bei mir soll es rechts sein. So. Yay. Die Kiste kommen wir, machen wir auch gleich. Muss ich jetzt hier noch was machen oder ist das jetzt, sind die jetzt automatisch befreit? Was passiert eigentlich, wenn ich die jetzt töte? Was ich niemals tun würde, aber... Einfach nur von der Idee her. So. Rhodonit. Sehr schön. Dann einmal sprengen. Vielleicht sind da ja Pfeile drin. Oder sowas. So. Glänzt noch irgendwo irgendwas? Hier anscheinend nicht. Dann gehen wir noch nach oben. Yay! Yay! So kommt man wieder an Pfeile ran. Sehr schön. Wahrscheinlich könnte ich diese ganzen Fässer auch wieder sprengen. Aber da ist in den meisten Fällen wahrscheinlich nichts drin. Okay, dann würde ich sagen, ich porte mich mal schnell zurück nach Hateno. Ah, das ist schon hier. Wer war denn die mit den Schafen? Ach, das war da oben. Das ist gar nicht hier unten in Hateno. Das war da oben. Na gut, dann können wir bei der Gelegenheit auch kurz Hateno bei Nacht einmal durchforsten. Denn es wird gerade Nacht, glaube ich. Vielleicht finden wir da ja noch die ein oder andere Quest. Ja, 20 Uhr, es wird Nacht. Da kam ich das letzte Mal nicht hoch. Das lasse ich jetzt auch noch bleiben. Dann fangen wir wieder unten an. Du hast aber nichts zu sagen. Hier war ich, glaube ich, nachts schon drinnen, ne? Ja, ich meine ja. Ich meine ja. Ich hoffe, das passt auch so. Ja! Okay, du kannst dich an nichts erinnern. Du bist ein sehr schlauer Mensch. Oh, da oben war ich aber noch gar nicht am Tag. Stimmt's oder habe ich recht? Die neue Art des Wohnens, Bauunternehmen Yolanda. Unsere innovative Leichtbauweise ist für jede Umgebung geeignet. Besichtigen Sie unsere Musterhäuser. Hier oben war ich noch gar nicht. Ja, Mensch. Ja. Hier war ich noch gar nicht, Ich wollte gerade sagen, was ist das denn, aber es ist ein Feuer. Ja. Abend! Puh, ein weiterer harter Arbeitstag. Was tust du da? Na, das Haus da abreißen. Das Haus, es ist alt und niemand wohnt dort, also haben die Leute in Hateno beschlossen, es abzureißen. Der ursprüngliche Bewohner ist zum Schloss gegangen und einfach nicht zurückgekommen. Harte Arbeit, was? Das kannst du laut sagen, aber ich gebe trotzdem mein Bestes.
Das Haus ist immer noch nicht abgerissen. Wer bist du? Ich? Ich bin Torda, der jüngste Neuzugang bei Yolanda. Meine Probezeit ist endlich vorbei und jetzt bin ich vollwertiges Mitglied der Yolanda-Familie. Und ich sagte, ich bin froh, dass ich mein Name mit da aufhört. Da? Ja, genau. Damit du bei Yolanda eingestellt wirst, muss dein Name auf da enden. Zelda. Der Chef will expandieren, hat er gesagt. Also werden wir wohl noch ein paar Leute einstellen, deren Namen auf da enden. Okay. Da war noch die Option mit dem Kaufen, warum auch immer ich das kaufen wollen würde. Da bist du bei mir falsch, ich kann da gar nichts machen. Wenn du nicht willst, dass die Bude abgerissen wird, musst du schon mit dem Chef selbst sprechen. Okay. Das ist ja spannend hier drin. Vielleicht noch irgendwo irgendwas, außer Äpfel in einem Baum. Ach, gucke mal. Landa. Guten Abend. Ach, hier sind ja noch mehr Leute. Was machst du? Ich bin gerade dabei, dieses verlassene Haus abzureißen. Man findet in Zeiten wie diesen nur schwere Käufer. Also haben die Dorfbewohner entschieden, es abreißen zu lassen. Ich kaufe es. Warum auch immer. Was ist das denn für einer? Ich kaufe es. Der hat vielleicht Nerven. Also gut. Ich erklär's dir. Dieses Haus, da wohnt schon seit Jahren niemand mehr drin. Also haben sich die Dorfbewohner zusammengesetzt und beschlossen, dass es abgerissen wird. Die Abrisskosten plus diverse Gebühren und so weiter liegen bei ziemlich genau 50.000 Rubinen. Wenn du es also kaufen willst, sprechen wir von, ich sag's nochmal, lockeren 50.000 Rubinen. Hast du so viel? Ich kann zahlen. Ach, unmöglich. Aber wenigstens hast du Ambitionen. Ach, das erinnert mich an mich selbst, als ich in deinem Alter war. Also gut. Pass auf, ein Sonderangebot nur für dich. 3.000 Rubine. Aber zuerst bringst du mir 30 Holzbüttel. Irgendwie muss ich meine Kosten ja wieder reinholen. Dann leg mal los. Hi. Dummster Torda, hört gerade mal auf. Jawohl. Dein eigenes Traumhaus. Okay. Warum auch immer Link sich jetzt entschieden hat, dass er das haben will. Meinetwegen. Eisenhammer kann man nie genug haben. Guten Flug. Okay, also er will 30 Holzbündel. Ich habe, glaube ich, nicht 30 Holzbündel zufällig, ne? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen gerade. Wo sind die überhaupt? Also ein Holzbüttel habe ich mindestens. Wo sind die denn? Ach da, 6 und... Oh, sind ja sogar fast 30. Ich müsste ja nur noch ein paar Bäume fällen. Mache ich jetzt gerade nicht, weil... Ihr seht gerade keinen Grund darin, aber... So grundsätzlich kann man das mal in Angriff nehmen. Okay. Da ich die Nacht jetzt nicht komplett verschwenden will, sollte ich ein bisschen schneller sein. Hier war ich, glaube ich, auch schon drin, als es Nacht war, ne? Ich glaube, das kann ich kippen. Skippen. Dann gehen wir mal hier rein. Die kann doch nicht in der Nacht auch noch verkaufen. Guten Abend. Zu später Stunde. Ja, tatsächlich. Okay, ciao. Er pennt. Weißt du, er pennt und die Tochter verkauft noch. Das ist ja auch... So. Na schön. Wo kann ich denn noch jetzt hin in der Nacht? Hier war ich noch nicht drin. Bist du auf der Durchreise? Du bist hier willkommen, aber muss es wirklich so spät sein? Sorry. Schon gut. Viel zu sehen gibt es hier nicht, aber vielleicht kann ich dir trotzdem ein paar Sehenswürdigkeiten ans Herz legen. Aber immer doch.
Färberei hatten wir schon. Seldon waren wir auch schon. Ranelspitze, ja, da war ich gerade drauf. Mit die Ranelspitze hält man sich so einiges. Dort soll die Quelle der Weisheit liegen, wo die Prinzessin von Hyrule sich rituellen Reinigungen unterzogen hat. Die Prinzessin hat den langen Weg auf sich genommen, nur um diese Quelle zu erreichen. Sie musste da einen Schatz versteckt haben, davon bin ich überzeugt. Aber die Ranelspitze ist von Schnee und Eis bedeckt, dort kommt so leicht keiner rauf. Also wenn du genug Zeit hast, kannst du dich auch da mal umschauen. Schon passiert? Ach so. Ich wollte schon sagen, hä? Ist da noch was? Okay. Ja, so macht man das in der Reihenfolge. Erst die Quelle. Ach, guck mal. Er hatte hier. Ach so, das war hier die. Ich habe noch nicht genug. Ja. Darum kümmere ich mich schon noch. Das geht ja sowieso voll in die Hose. Dafür muss ich kein Hellseher sein. Hier hinten war nichts weiter. Glaube ich. War hier nicht irgendwo hier der Bürgermeister gearbeitet, ne? Richtig. Jetzt natürlich nicht. Der wird jetzt wahrscheinlich auch hier drin sein. Ist hier jemand noch drin gerade? Nein, da ist nur eine Heugabel. Brauche ich nicht. Dann gehen wir mal hier rein. Ist da noch jemand wach? Der mir eins Quest geben will? Alle schlafen. Ich wecke jetzt auch niemanden. Oh, habe ich das schon untersucht? Das Geheimrezept, das Selbstvater aus den Socken haut. Zuerst braucht man einen Rüstungskürbis. Für den Eintopf außerdem Milch, Tartar und Ziegenbutter. Gut umrühren und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, um einen leckeren Kürbiseintopf zu erhalten. Okay. Gott, diese ganzen Rezepte. Halt, da liegt ein Apfel. Den nehme ich mit. Halt, da liegt noch ein Apfel. Ja, komm. Danke. Erstmal hier alles stehlen. So gehört sich das. Erst nachts in die Häuser und dann erstmal alles stibitzen. Genau so muss das sein. So. Hier in das Haus gehen wir noch. Ach, das ist das Hotel jetzt wieder, ne? Was heißt Hotel, aber halt Gasthaus. Mit dir kann ich jetzt nichts anfangen nachts. Da schlafen Leute. Ja. Die meisten kann man ja eh nicht wecken. Und ich glaube, wenn man sie wecken könnte, dann wäre das schon irgendwie vermerkt. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht sicher. Hier steht auch keiner mehr. Okay. Du läufst aber noch später rum. Yes, I did it. I already did that. Holzkelle. Habe ich die schon fotografiert? Hoppala. Tatsächlich. Was ich alle schon fotografiert habe, mein Gott. Ich muss spinnen. Okay. Dann gehen wir doch mal hoch zu der Schaffrau und... Ach ja, hier sind noch zwei Häuser. Aber ich glaube nicht, dass ich die Quest abgeben kann, während... Himmel, Himmel. Dass ich die Quest abgeben kann, wenn es nachts ist. Wir werden sehen. Jedenfalls habe ich mich da jetzt auch nachts mal umgeschaut. Denke ich, hoffe ich. Wenn noch was fehlt, naja, dann in irgendeinem der nächsten Parts. Nachdem ihr es geschrieben habt. Aber ich würde Hateno dann dafür damit auch erstmal, was das Durchsuchen angeht, abhaken. Ja. Hallo, guten Abend. Nachts weht ein cooles Windchen, oder?
Was machst du? Genau das, wonach es aussieht. Ich passe auf die Windmühlen auf. Also zusammen mit meiner Liebsten. Zusammen, aber nicht gleichzeitig. Verstehst du? Wir arbeiten sozusagen in Schichten. Unsere Liebe ist so stark, dass wir uns nicht ständig sehen müssen, sondern abwechselnd arbeiten können. Überhaupt sollte ich besser dich fragen, was du hier mitten in der Nacht machst. Ich bin Reisender. Ach so. Dann ist ja alles in Ordnung. Mensch, du bist aber leicht zu überzeugen. Und was ist dieses Ding? Das hier? So richtig verstehe ich es auch nicht. Ich habe mal gesehen, wie die Leute vom Martin-Institut hier ihre blaue Flamme angezündet haben. Das hat ihn... Ja, okay, komm, das brauchst du jetzt nicht erzählen. Das kennen wir alles. Ja, weiter. Gut. Nichts weiter Spannendes hier mehr am Happen. So, kann ich die Quest jetzt abgeben? Das wäre ja cool. Die Schafe haben sich wieder beruhigt. Sie scheinen zu spüren, dass keine Gefahr mehr droht. Hast du dich etwa um die Monster gekümmert? Yes! Das habe ich mir gedacht. Die Schafe haben sich wieder beruhigt und da wollte ich... Ich meine, wie sage ich es nur? Also, danke. Es ist nicht viel, aber zumindest nimmt es auch nicht viel Platz weg. Yay! 10-mal Milch. Jetzt kann ich ruhig schlafen. Also, wenn du magst, dann komm doch mal wieder auf ein Schwätzchen vorbei. Aber du musst nicht. Okay. Die Schafe fressen jetzt mehr, schlafen besser und geben auch mehr Milch. Das verdanken wir dir, danke. Gerne doch. Hier noch was? Er pennt schon. Okay. Gut. Dann schauen wir jetzt mal, was ich das letzte Mal schon gucken wollte. Wo denn genau dieser Forscher ist. Das ist ja 3 Jahre weg hier. Das ist ja 3 Jahre von hier weg. Will ich jetzt das Zora-Zeug anfangen oder was machen wir denn? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten uns wirklich mal um was Größeres kümmern, ha? Huh? Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe bisher, was ich schon mal gesagt habe, dass ich tun möchte, aber jetzt nicht getan habe. Aber mir fällt da spontan nichts ein. Und das hier ist halt, das ist halt schon weit. Vor allem habe ich ja noch nicht mal das Gebiet hier durch. Ach ja, komm. Wir fangen das nächste Mal mit den Zora-Geschichten an. Danke fürs Zuschauen und tschüss.